Ja, Freunde, das hier ist ein kleines Infovideo und zwar, es tut mir leid, aber Black Ops 2 wird, denke ich mal, erstmal nicht mehr kommen. Ich muss erstmal gucken, was los ist. Wie ihr hier gleich sehen könnt, Black Ops 2 Kampagne. Hier ist das Fenster, das ist nicht. Open Broadcaster hat die Aufnahme zerstört, also können die weg. Überspringen. Ja, ist halt ein bisschen blöd, aber ich kann es nicht ändern. Also ich werde mal gucken, was ich da machen kann, aber halt so wie es aussieht, wird jetzt erstmal was anderes kommen, wie zum, also World of Tanks Generals, da muss ich mal gucken, da finde ich momentan kein Spiel, beziehungsweise ja, verlassen die auch immer wieder. Aber wir können ja mal kurz gucken. Wechseln wir einfach mal auf Google Chrome. Ist natürlich auf dem zweiten Bildschirm. Und dann gehen wir auf World of Tanks Generals. Ja, World of Tanks Generals ist meiner Meinung nach auch ein wirklich schönes Spiel. Ich muss mal gucken. Ausrüstung. Genau, ja, wie ihr vielleicht wollen wir mal bearbeiten. Nee, das Deck wollte ich nicht bearbeiten. Weiß. Na, wir suchen wir einfach ein Gefecht. Oder warte mal, erforschen. Ja, wie ihr vielleicht seht, habe ich hier den T26 erforscht. Naja, wir suchen einfach mal ein Gefecht. Also wie es aussieht, werde ich kein Gefecht finden. Das ist natürlich dann blöd. Oh, das ist blöd, blöd, blöd. Das ist sehr blöd. Und dann können wir das auch vergessen. ja. Ansonsten. Ich habe gestern ein paar League of Legends aufgenommen mit Tryndamere Top Lane mit Smite. Ja, das Spiel lief gar nicht. Da seht ihr dann mal ein richtiges Spiel, was ich richtig gefailt habe. Und richtig gefailt meine ich dann auch richtig gefailt. Ich hab. Oh! Ich hab eins gefunden. Und ich fange an. Das heißt. Ich mache erstmal den Ton wieder an. So, dann endlich. Die Musik ist so laut, dass ich sie mal eben leiser stellen muss. So, schon besser.
Oh, aber gleich zwei Artis am Anfang. Hat er ja richtig. Ja gut, drei Schaden. Juckt mich nicht. Ja, ich würde sagen, mit den drei Artis direkt am Anfang habe ich echt das perfekte losgezogen. Und perfekt ist perfekt. Komm, greif an, du darfst die nächste Runde nicht verteidigen. Tu es. Und der tut sich auch eine Artillerie. Deine Art lieber Piesel. Den ziehe ich noch da. Kannst du mit dem T21 Bekanntschaft machen. Na gut, der kann zwar jetzt. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Karte? Was hat denn der bitte vor? Gut, gönn dir einen T21. Er sollte eine Sache bedenken. Das wohl anders regeln. 1, 2, 3 Schaden. Also erstmal gönne ich mir noch einen T21. So, nächste Runde dürfte er K.O. sein. Er kann sich mit seinen Panzern jetzt auch nicht zu weit bewegen. Er kann halt den runterziehen oder den einen nach vorne verschieben. Nein! Okay, er hat sich also geheilt. Aber kann... Ich denke mal, dass er sich noch einen Panzer holen kann. Ah, das hat er auch noch. Okay.
genau, mit was kommt er jetzt an? Ist das... Naja. Deutschen haben eigentlich ein ganz schön starkes Feld. Darf man nicht unterschätzen. Die dürfen sich gleich mit meinem T-35 anlegen. Ey, wie bad ist das eigentlich, die ganze Zeit mit den mit welchen Karten zu arbeiten? Schämt er sich nicht? Im Ernst, schämt er sich nicht? Mit solchen Karten anzugreifen? Ich kann ihn schon wieder nicht holen. Erstmal, ich hole jetzt mein T-35. Oh, bin ich dumm. Anstatt dass ich den BT2 kaputt mache. Ja, nächste Runde beendet er das. Er wartet da gar nicht lang drauf. Da wartet er nicht lang drauf. Der macht das schnell zu Ende.
könnte man sich jetzt streiten, was ich mache. Gehe ich mal zurück ins Hauptmenü. Suche abbrechen. Deine Tarnung hat dir nichts gebracht. Okay, mein Schaden. Ist jetzt nicht ganz so viel, wenn man sich das überlegt. Oh, Speer. Deutsche Akku hat natürlich viel mehr Angriffsschaden. Ich habe zwar mehr Leben, aber er hat mehr Angriffsschaden, was oft dazu führt, dass ich am Ende doch noch verliere. Also bei den, wenn man gegen einen deutschen Soldaten kämpft, also gegen ein deutsches Camp, muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen. Der Speer schützt den auch noch. Haltet eine Ressource. Diese Notressource, ey. Was ist das? Was macht das denn? Was macht der Techniker? Okay. Ich geb ihm extra Schaden, ey. Ich könnte doch auch durchdrehen. Thank you.
seiner Verteidigung sonst wohin verziehen. Der Speer ist weg. Geschichte. Arrivederci. So. Okay. Kann jetzt nur noch einen dazwischen setzen. Meine Artillerie. Selbstverlette. Denkt er wirklich, dass ihn das so viel bringt? Und bye bye. Okay, dann gehen wir mal raus. Natürlich könnte ich jetzt auch noch weiterspielen, aber ja, morgen kommt dann wieder eine Folge. Da muss ich mal gucken. Also zumindest was ich sagen kann zu den nächsten Projekten, es wird noch kommen Modern Warfare 2, die Kampagne. Dann wird noch die Kampagne von Modern Warfare 3 kommen und na, da muss ich mal gucken, vielleicht auch von Black Ops 1. Und na, Advanced Warfare nicht. Das Spiel habe ich auch nicht. Aber was auf jeden Fall später, wenn ich Sub kommen wird, ist die Kampagne von Call of Duty Black Ops 3. Ja, da wird dann, da werdet ihr dann auch, da werde ich vielleicht, muss ich mal gucken, auch noch einen Beta-Key verlosen. Wohlgemerkt nur die Beta, also nicht das Spiel ganz, sondern nur einen Beta-Key. Wäre ein Must Lucky Lucky machen. Also, eine Premium-Karten. 13. Division. Naja, das war's dann mit der Aufnahme und wir sehen uns das nächste Mal weiter. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ein Abo dalassen, vielleicht auch ein Like, Kommentare wären natürlich auch nett. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu Ask.fm und da könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen. Und ja, ich denke mal, ich werde sie alle beantworten. Jo, also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.